Schattige Oase. Gefundene Schätze. Bling, bling. Jetzt haben wir die 4100 fast geschafft. Ankunft in Schattige Oase. Er ist so dick geworden. Wieso ist er so dick geworden? Wegen einem Apfel? War das Äpfel? Boah, ich bin zwar gespannt, was er für eine Stimme hat, aber... So. Spyro, es ist gut, dass du hier bist. Ich wollte eine Beere von diesem Zauberbeerenstrauch pflücken, aber ich bin nicht stark genug. Wenn du gegen den Strauch rennst oder ihn abfackelst, sollte eine dieser leckeren Beeren runterfallen. Drei Käse, alles klar. Wo ist Maus? Aha. Ein komischer Geist, also. Ja. Das... So, da sind wir wohl im Level drin. Ich weiß nicht, es fängt gerade komisch an. Gut. Das ist eigentlich relativ selten, dass man so weiß ich nicht, im Knast anfängt. Mehr oder weniger. Aber gut. Abbrennen. Dann wollen wir mal. Von hinten kann man die Lock anburnen. Die haben wir nur Shoot vorn. Gut. Pock. So, dann tue deine Arbeit, mein Lieber. Wir brennen hier alles nieder und laufen derweil noch ein bisschen weiter. Runter. Ah, das ist der Anfang, okay. Und da hinten kommen wir wahrscheinlich später hin, schätze ich mal. Oh. Die machen süße Geräusche. Okay. Robber. Da auch nochmal Robber. So, kann man den runter machen? Okay, haben wir glaube ich alles. Die beiden fehlen noch. Rennen und einsammeln. Ja, das ist ein schönes Level. Das ist schon einfach, sinnvoll. Das ist super. Da wollte ich ja gerade nicht reinspringen, aber muss wohl noch ab und zu sein. Okay, wir gehen dann mal wieder rüber. Ah. Schlimme Erinnerung, schlimme Erinnerung. Da sind sie wieder. Ah. Ja, bitte. Viel zu einfach, viel zu einfach. Ja, da sollte man nicht einfach so gegenlaufen. Habe ich gemerkt. Wenn ich hören will, muss fühlen, ne? Kennt ja jeder von euch. Warum habe ich das eingesammelt? Was muss ich anspucken? Ich? So. Hä? Was war das? Warum? Jetzt sind schon wieder so viele Gegner hier. Ich habe das Gefühl, ich muss hier gleich nochmal mit einem Super Run oder sowas. Super Sprint wieder irgendwas niederreißen. Okay, wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da auf? Wenn du mit einem der Lavabrocken auf diesen Strauch schlägst, müsste es klappen. Ah, so, alles klärchen. So ein toxisch grün-türkis-blau. Ja, grün-türkis-blau.
Schöne Farben. Ach man. Ja, schöne Mod nehmen, oder? Bestimmt ungefährlich. Ganz, ganz bestimmt. Ja, geil. Auch schon wieder vergessen. Spyro, drei Diebe haben unsere magischen Messinglampen geklaut. Bitte nimm sie ihnen wieder ab, bevor sie sie aus der schattigen Oase entführen. Okay. Oh, ich wusste es. Oh. Ja, das sind die schlimmen Änderungen, die ich meinte. Geil. Schön. Kriegen wir aber auch hin. Danke, dass du mir geholfen hast, den großen Beerenstrauch zu erreichen. Jetzt können wir jederzeit Beeren essen. Nimm das hier. Es ist ein Geschenk von allen Nilpferden. Oh, das ist aber lieb. Na, was ist das Schönes? Ein Tropfen. Oh, nee, eine Wunderlampe. Tropfen hätte mir mehr gefallen. Aber mach nichts. Gut. Ah ja, hier geht's dann schon los. Wir brauchen unbedingt die neue Fähigkeit. Aber die finden wir hier natürlich nicht. Die finden wir erst in der nächsten Welt. Das heißt, wir müssen es bald mal aufmachen, in die nächste Welt zu laufen. Wobei, das müsste ja hier auch jetzt das letzte Level sein. Bin ich jedenfalls der Meinung. Oh, schön. Nur 5er. 5er sind doch immer was Schönes. Hier einmal außen drin. Oh, hey, du bist direkt den Weg gelaufen. Ja, das ist natürlich Luxus pur. Das ist Luxus pur. Oh, cool. Da oben ist direkt die nächste Lampe. Ja, ist doch schön. Da haben wir ja mal ein bisschen Glück hier beim Rumlaufen. Das sind die ganzen Random-Laufer und irgendwie immer genau in die verkehrte Richtung, sondern mal in die richtige Richtung. Was habe ich auch selten. So, da... Was ist denn das jetzt? Kann man von hier auch sehen? Da hinten sind noch... Edelsteine. Das heißt, wir müssen das hier eigentlich... Da oben. Ah, perfekt. Anfang oder Ende? Anfang. Okay, so jetzt müssen wir ja noch die zwei letzten Diebe finden. Schätzungsweise wird hier gleich einer drin sein in diesem Labyrinth. Nicht. Aber hier bestimmt. Oder auch nicht. Ja, warum? Warum auch, ne? Warum auch? Hier sind die nicht. Also, ich hätte schwören können, dass es hier nicht der perfekte Weg wäre das nämlich gewesen. Was? Wie läufst du denn? So, okay. Und hier ist am Anfang, ne? Also, am Ende. Da war ja auch noch einer. Das müsste dann... Der war noch hier unten. Genau. Oh, nicht da rein! So. Oh, da sehe ich auch die letzten... Hä? Danke fürs Zurückbringen der drei Zauberlampen. Hier, nimm diese Kugel. So eine Elfe hat sie bei mir gelassen. Aber sie will nicht richtig glänzen. Oh, sie will nicht glänzen. Ich finde, die Kugel sieht voll genial aus. Also so eine Kugel irgendwie so als Merchandise, wenn du das so von der Decke hängen lässt oder sowas. Ich glaube, das wäre voll cool. Aber ich denke, das hätte was. So. Jetzt wollte ich hier die noch haben. Und dann müssen wir jetzt noch zu dem Kerlchen hier. Spyro, meine Brüder sind in Stein gefangen. Ich fürchte, du musst erst eine Art Kopfstoß lernen, bevor du uns helfen kannst. Oh. Okay.
Muss ich denn wohl, ja? Muss ich denn wohl? Das ist nämlich diese. Auch hier brauche ich diesen Kopfstoß. Jetzt haben die euch schon übelst gespoilert. Jetzt wisst ihr quasi, was wir brauchen, was als nächstes kommt. Aber gut. Das macht nichts. Dann müssen wir auch hier jetzt erstmal wieder weiter. Schade, dass wir jetzt so viele Level am Ende doch noch übersehen. Also, ne, überspringen müssen, sag ich mal. Ja, genau, das war bestimmt er. Oh, Knovig. Gut, 20 Rubine haben, glaube ich, oder Edelsteine noch gefehlt. Das ist dann nur noch dieser Brocken dort und dann wahrscheinlich irgendwie ein oder zwei Kugeln von dem Kleiner am Ende. Und dann müsste das eigentlich auch alles sein. Gut gemacht, Spyro. Da du jetzt alle 14 Talismane hast, kann dein Handbuch das Türschloss knacken. Und du kannst gegen Schluck kämpfen. Bist du bereit? Gegen Schluck. Ja, dann mit ihm. Du musst durch das Loch im Boden springen, um zu Ripto und Schluck zu gelangen. Ich kann dir etwas helfen. Ich habe ein paar Flugsaurier aus der Skelos-Einöde gezähmt. Sie lassen Gegenstände fallen, die du im Kampf gegen Schluck brauchen kannst. Ja. Dann mal los. Hier waren wir schon, ne? Hier waren wir vor, oder ich glaube, 3 oder 4 Parts. Sind wir an der guten Dame vorbeigelaufen, an Schiele oder Scheine. Endlich gehört Avala uns. Du hast eine besondere Belohnung verdient. Was ist los, Schluck? Oh, die Elfe. Da bitte. Hurra! Du hast meinen Umhang angekokelt. Du fängst echt an, mir auf die Nerven zu gehen, du Drache. Kleine dicke Plauze ist auch knuffig. Verabschiede dich, Feueratem. Schluck, Mittagessen. Schluck, mach ihn fertig, dann darfst du so viele Elfen essen, wie du willst. Ah, das wird ein Vergnügen. Wow. Vor allem die Elfen können einfach noch reden und sowas und leben halt und... Okay, okay. Gut. Hey, der hat aber ein paar mehr Leben. Hey, beruhig dich. Kann man auch Ripto treffen? Ja. Hey. Auch so schön gewesen. Mit den Dingern. Man darf den natürlich jetzt nicht so früh treffen. So. Na, schießt sie jetzt oder so was? Was macht er jetzt? Okay. Das war so nicht geplant. Nein, das hat uns erwischt. Mist. Ich glaube, das hat uns den Körnerpunkt gerade gekostet. Bin mir aber nicht sicher. Wobei, nee, ich glaube, bei dem war das gar nicht so. Genau. Jetzt müssen wir schlucken hier. Kann man damit feuern. Ripto schießen. Und trifft einfach nicht. GG Dreh. Oh Mann. Okay, aber jetzt. Jetzt. Genau. So, das war der Kühlerpunkt. Auch hier bei dem Boss haben wir den dann. Und ich glaube, jetzt wird gemixt. Also, eben war das ja... Genau, eben war das Fester, dann kam Bomben, dann kam Gegner und jetzt ist das gemischt. Also... Verdammt! Da bin ich so aggressiv gerade reingelaufen. Das war mein Bad, meine Schuhe. So
triffst du uns nie, mein Bruder. No! Oh, oh. Ich weiß nicht, was passiert, aber das ist, glaube ich, nicht gut, wenn er die Dinger da frisst. Kreuzungsweise, ne? Dürfte eigentlich zu schaffen sein. Wenn man nicht so in die Bombe reinspringen würde. Nope. Gut, damit habe ich nicht gerechnet. Hühnchen. Nein, er frisst das. Er kriegt ein Leben dazu, oder? Er hat ein Leben dazu bekommen. Oh, ist das fies. Oh, man. Warum wurden denn direkt Kugeln dahin geworfen? Ich bin gerade beim Boss echt gestorben. Das ist unangenehm. Unangenehm und peinlich. Gut. Ja, lass die Sache fallen los. Ja. Okay. Zuna dran. Natürlich war ich wieder Zuna dran. Oh Mann, ey. Gut. Ich glaube, ich werde mich einfach später auf die Raketen fokussieren. Die sind einfacher. So. Lass sie fallen. Schön. 3, 6, 7, 8 im Leben war der noch. Oh. Reingesprungen. Darf ich auch nicht. What else? Mhm. Dass sie diese blöden Vögel auch nichts fallen lassen, das ist echt. Nun mach doch mal. Ja. Schön alles kaputt machen. Schön. Gut. Warten wir noch eine halbe Stunde, bis die neuen Sachen runtergeworfen werden. Oh, man. Gut. Hat er uns erwischt? Er hat uns erwischt, glaube ich. Hühnchen, das Hühnchen erwischt. Das nächste Hühnchen. Ja, perfekt. Okay. Wie viel der Dale? Lauf, 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 lauf. Ja, 100% getroffen, oder? Oh. Wir haben den, haben wir ihn, glaube ich, gerade zweimal getroffen, ne? Wegen der Bombe auch noch. Das ist natürlich cool. Okay, das Hühnchen ist leider gestorben dabei. Tut mir leid, dass ich gerade so wenig rede. Ich muss mich echt konzentrieren. Ich will nicht nochmal sterben. Das Hühnchen. Ja. Okay. Wir sind erstmal mehr oder weniger safe. Mehr oder weniger. Das dürfte wohl das Ende bedeuten. Na.
Das ist nicht euer Ernst. Da bin ich zu leichtfertiger dran gelaufen. Tut mir leid, so. Das war's jetzt aber. Mein Gott, das war gerade... Schluck geschlagen. Tut mir leid, Leute, das war gerade sehr, sehr unangenehm. Yeah. Spyro, du hast es geschafft! Wow. Elora, wo kommst du denn her? Ich war gerade vor der Burg im Herbstfeld. Die Burg ist wieder frei. Kein Zeichen mehr von Ripto. Und seit du da bist, vertragen sich die Wesen von Avala endlich. Da du so viel für Avala getan hast und du ja so gern Urlaub machen würdest, wollten wir dir etwas Gutes tun. Es ist nicht viel, aber hoffentlich gefällt es dir. Wow, das ist toll. Kommst du nicht mit? Nein, ich würde gern, aber ich muss nach dem Professor in der Wintertundra sehen. Er versucht immer noch, das Supertor zu reparieren, damit wir dich nach Hause schicken können. Oh, das klingt interessant. Ich glaube, ich werde mich hier etwas ausruhen und sonnen. Und sonnen. Weil... Hey, wo ist Elora hin? Ich folge ihr lieber. Was? Wow, ganz schön lange dauert, ne? Das Ausruhen, das ist ja... Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, um vom Supertor zu den Drachenwelten zu gelangen. Dieser Superkristall sollte uns den Kick geben, den wir brauchen. Nur noch ein paar Berechnungen, um es einzustellen. Ich hab's! Hervorragend! Endlich ist alles bereit. Wir werden noch viel mehr Kugeln brauchen, aber mit dem Superkristall als Antrieb sollte das Supertor wieder funktionieren. Ja. So, ihr dachtet also, war ja nicht klar oder so. Nun, da habt ihr euch getäuscht. Ich habe diesen fetten Bären Geldsack überzeugt, mir ein paar Bomben zu verkaufen. Schnell, der Superkristall! Denk nicht mal dran, Bücherwurm, oder du wirst der klügste Haufen Asche der Welt. Der Spruch, oh Gott, also der Spruch war echt nicht schlecht, genau, fand ich. Genau das brauche ich für ein neues Zepter. Jäger, tu doch was! Schnell! Hey, gib das zurück! Ich hab's doch versucht! Wow! Wow! Ihr kleinen Narren! Nachdem ich euch mit meinem neuen Zepter fertig gemacht habe, werde ich diesen Ort in Riptonia umbenennen! Ja, wow. Das war sowas von trocken, schlecht und ja, gut. Muss man, glaube ich, nicht so sagen.